Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mal wieder ein Blog in eigener Sache, vielmehr, nein, nicht in eigener Sache, sondern vielleicht schon bald in Ihrer Sache, weil wir haben uns entschlossen, am kommenden Samstag, also praktisch übermorgen, hier einen verkaufsoffenen Samstag zu machen. Der Grund ist ein ganz einfacher. Wie Sie wissen, haben wir im vergangenen Herbst von September, Oktober, November, Dezember haben wir Konishi No. 1 auf Herz und Nieren getestet. Wir hatten natürlich die ersten Tests schon sehr viel früher gestartet, aber da wollten wir dann wirklich wissen, wie gut ist das Futter, wie kann es performen, wie schnell kann man Fische damit gesund groß machen, ohne dass die jetzt offensichtlich verfetten oder deformieren oder sonst irgendwas. Und da hatten wir jetzt entsprechend unsere Anlage mit vielen Tosai letzten September gefüllt und die sind mehr als stattlich gewachsen. Also wir haben jetzt hier Fische zwischen 25 und 40 Zentimeter, vielleicht 250, 300 Stück, die wir jetzt noch gerne schnell vor der Saison verkaufen würden, ehe dann die ganzen Koi hier in der Quarantäne erwartet werden, die Sie momentan vielleicht auch über unsere Nissai-Auktion ersteigern. Und da brauchen wir natürlich Platz und da müssen die anderen Koi aus der Anlage verschwunden sein. Und jetzt haben wir erst überlegt, machen wir große Auktionen, machen wir, tun wir. Aber das wäre alles ein viel zu großer Aufwand. Und darum haben wir uns entschlossen, für all unsere Kunden, und jetzt müssen Sie aufpassen, die über eine Innenhälterung, eine Quarantäneanlage verfügen, die vielleicht auch geheizte Teiche haben mit mindestens 16, 17 Grad, wo die Möglichkeit besteht, dass die Fische hier am Samstag gleich mitgenommen werden können. Für die besteht die einmalige Möglichkeit, hier jetzt wirklich zum Outlet und zum Outletpreis vor allem hier Varietäten, und wir zeigen Ihnen gleich die Fische wie Ochiba, Ginrin, Soragoi, Ginrin, Chagoi, Karashigoi, Ginrin, Karashigoi, Ginrin, Beni, Karashigoi, haben wir ein paar welche. Und nicht zu vergessen, normale Karashi, Deutz Karashi und natürlich auch von unseren Karashi Yamabuki und unsere Deutz Karashi Yamabuki. Also diese Varietäten im Groben haben wir da, davon wie gesagt 250 bis 300 Stück, aber bitte, und da können wir uns am Samstag auch auf keine Diskussion einlassen. Wir können die Fische nicht weiter halten. Also wenn Sie jetzt kommen und sagen, ach, den Ochiba, den finde ich toll und den können Sie doch da und da reinsetzen. Nein, können wir leider nicht. Wir machen dieses Event ausschließlich dafür, dass wir Platz kriegen in der Anlage, und Platz kriegen wir wirklich nur, wenn Sie Ihre neuen Schätze gleich mit nach Hause nehmen. Was wir auch machen müssen, wir wissen jetzt durch den Modern Koi Blog, wir haben wirklich regen Zulauf. Sie sehen selber, wie oft unsere Blogs angeklickt werden. Wir wissen, wie viele Leute noch auf unserer Internetseite unterwegs sind. Wir können das jetzt nicht als ein ungebremstes, unkontrolliertes Event stattfinden lassen. Darum würden wir Sie bitten, melden Sie sich ganz kurz unter info@konishi-koi.com an. Lassen Sie sich einen Termin geben. Wenn es jetzt ganz viel werden sollte, werden wir nächsten Samstag nochmal einen Ersatztermin anbieten. Aber ansonsten lassen Sie sich einen Termin geben, kommen Sie dann um die Zeit. Es gibt da natürlich Überschneidungen, aber ich bitte Sie, einfach weil wir hier auch räumlich irgendwo begrenzt sind, kommen Sie nicht einfach unangemeldet, da werden wir überrannt, da können wir dann auch nicht mehr verkaufen und können die Leute auch nicht mehr beraten. So, lange Rede, kurzer Sinn, Sie wollen sicherlich sehen, was für Fische wir Ihnen anbieten können und was wir da bei den Fischen für eine Preisvorstellung haben. Das ist natürlich auch interessant. Das ist vielleicht auch für Sie der interessanteste Punkt. Überhaupt vielleicht auch gerade für die Leute, die von weiters her kommen, dass sie nicht die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen müssen, sondern dass man schon mal in etwa eine Vorstellung hat. Ich habe hier drei Wannen vorbereitet. Da setze ich jetzt kurz von den Fischen, um die es dann auch tatsächlich geht, rein. Aber auch da, bitte, wann immer wir solche Dinge in der Vergangenheit gemacht haben, es hat nicht lange gedauert, bis der erste Screenshot bei uns aufgeschlagen ist und jemand hat geschrieben, aber ich will genau den Kumonri oder ich will den Deutz-Chagoi haben. Das können wir alles nicht machen. Hier ist Outlet. Jeder hat, soll die gleiche Chance haben. Und drum, die Fische sind hier jetzt exemplarisch. Und wenn Sie kommen möchten, melden Sie sich an. Und wenn der Fisch, den Sie jetzt sehen, noch da ist, ist es Ihr Glück, dann können Sie ihn kaufen. Soll der weg sein, dann war leider jemand vor Ihnen da. So, in diesem Sinne, ich bereite kurz vor und dann zeige ich Ihnen die Fische und dann werden Sie sehen, auch eine sehr weite Anreise wird sich lohnen. Ja, hier haben wir das erste Set. Das sind Ginrin Karashigoi, Ginrin Beni Karashi, da haben wir auch mehrere davon. Wir haben hier einen wunderschönen Ginrin Koyo, wir haben einen Ginrin Wasabi, alles Koi, um die 35 cm. Ein riesen Karashigoi mit dieser Kaki-Farbe, vielmehr etwas dunkler als Kaki-Farben. Wir haben einen Koyo, schauen Sie mal, was der schon für ein schönes Gelb am Kopf ausbildet. Und ja, wir haben hier noch einen Beni Karashigoi, die anderen Karashigoi, die wir haben. Zeigen wir Ihnen, die Fische sind zwischen 30 und maximal
40 cm und wirklich bei 26 Grad jetzt in den letzten Monaten gewachsen wie Unkraut, möchte man fast sagen. Als ich Makoto mal Bilder geschickt habe, der hat nur gesagt, Shinjirarenai, was nichts anderes heißt wie unglaublich. Also man sieht, wenn man sich um Koi bemüht und ihnen das beste Futter und beste Verhältnisse bietet, dann danken die das einem mit gigantischem Wachstum. Und achten Sie mal drauf, nehmen jetzt mal die Kamera auf die Hand, dann sehen Sie es wirklich von oben. Da ist keiner fett, da ist keiner irgendwie unförmig, sondern die haben alle sensationelle Körperform. Zum Geschlecht werden Sie sicherlich wissen wollen, können wir Ihnen bei manchen Koi sagen. Wir können es Ihnen bei vielen nicht sagen und wir können Ihnen vor allem um die Jahreszeit und in dem Alter derzeit keine Garantie drauf geben. So, jetzt gehen wir gleich weiter zu den Ginrin Ochiba und Ochiba. Auch hier schauen Sie erstmal auf die Qualität. Wunderschön. Auch die kleinsten sind hier vielleicht, das ist der Ginrin Soragoi, der hat vielleicht 25. Auch er hier ein bisschen größer. Die größten haben aber auch schon 35. Männlein, Weiblein, beides dabei. Manche Männlein zeigen es, dass sie Männlein sind, manche nicht. Ach ja, ich habe vergessen, hier bei den Ginrin Karashigoi, wir fangen preislich an bei ungefähr 200 Euro. Und die besten Exemplare gehen dann bis 400 Euro hoch. In der Preisrange. Selbiges ist hier bei den Ochiba und den Ginrin Ochiba. Da ist exakt das Gleiche. Die Qualität spricht für sich. Und hier dann noch Yamabuki, Deutz Yamabuki, und da haben wir auch jede Menge. Die etwas helleren, also die Yamabuki, bei denen sieht man es ein bisschen, dass sie im Innenraum geschwommen sind, aber das wird sich im Tageslicht dann ratzfatz wieder verändern. Also auch da keine Sorge. Das wird gut. Die Preisrange zwischen 200 und 400 Euro. Und dann haben wir hier noch Karashigoi. Und Deutz Karashigoi. Und auch da werden welche zum Verkauf stehen. Und hier auch die Größenklasse um die 30 cm. Ja, jetzt haben Sie einen Überblick über die Koi bekommen, um die es dann am kommenden Samstag und vielleicht auch eine Woche später nochmal gehen wird. Es würde mich freuen, wenn Sie einen Weg hierher finden würden, wenn Sie sich am Samstag Zeit nehmen können. Und wir versprechen Ihnen eine tolle Beratung. Und wenn Sie ein paar Fische mehr nehmen, versprechen wir Ihnen auch einen tollen Paketpreis. Dafür sind wir bekannt. Einen Kaffee haben wir auch. Und Sie werden sehen, auch der weiteste Weg lohnt sich, zu uns zu kommen. Und ich freue mich auf Sie. Bis Samstag. Tschüss.